Hallo und herzlich willkommen bei Die Anonym Gaming Crew. Endlich mal wieder. Ja, heute mal mit was Besonderem, ein StarCraft 2 Let's Play. Let's Play, ein ja, Let's Cast. Ja, keine Ahnung, wie man es nennt. Wings of Liberty, also nicht die Erweiterung. Dann, wie man hier so schön sehen kann, sind die Gegner beides Zerg. Das ist er. Ja, das bin ich, Jigsaw. War vor Anonym Gaming Crew, halt hier, kennst du noch. Und das bin ich. Genau. Tu mal runter. Wir spielen gegen Wilson, HD, ein Zerg und Coco. Also, beides sind Zerg. Daraus hat man übrigens im Spiel auch schon beim Ladescreen gesehen. Und daraus haben wir spekuliert, dass die einen Rush machen. Rush bedeutet so viel wie so schnell wie möglich schwache Truppen bauen und sofort angreifen. Das weiß jeder. Ja, muss ja nicht sein. Spaß. Ja. Also wir wussten, dass die Gegner rushen und versuchten den Rush zu verteidigen. Ja, so, dass wir gut aus der Sache rauskommen. Würde ich mal sagen, dann spielen wir jetzt mal das Ganze. Spiel fortgesetzt. Ich spiele es auf doppelter Geschwindigkeit ab, weil es uns sonst zu lange dauert. Ja. Also, wie gesagt, wir wussten, dass die Gegner rushen. Darum wollte ich gleich eine Forge, also eine Schmiede, bauen. Und schon mal jetzt Lieutenants zu machen. Ja, stellen. Zu erstellen, ja. Ich wollte ein Versorgungsdepot, dann zwei Kasernen und danach gleich nochmal ein Versorgungsdepot bauen, damit ich schön Marines machen kann. Aber es ist vieler unterlaufen und hier der Epic Fight, ja, Mann. Wo ich denke, dass ich gewinne. Und der macht einen Hit und sie ist tot. Ja, das ist episch. Hier sieht man schon den Fehler. Ja genau, da ist nicht gescheit zugebaut. Hier, wo der Mauscursor... Ja. Hier kann man durchgehen. Das war der Fehler. Ja, eigentlich hätte ich mir gedacht, dass da ein Reaktor hinkommt, aber dabei sind sie ja schon gekommen. Wie man blöderweise. Ja, die haben beide einen Six-Pull gemacht. Ja, schon zum Kampf. Dann, mein zweiter Fehler war, dass ich die BWS nicht gesichert habe. Warum sind wir alle kapiert? Ich würde jetzt mit ihnen auch anders können. Aber ich glaube, dass du ihn nicht vorstellst von deiner... Ja, das ist aber normal. Ja, ich habe hier inzwischen schon 4-5 Cannons aufgebaut. Ich würde jetzt schnell dazu nicht. Hier wollte ich auch noch eine Waffe machen. Ja, ich habe meine Base da gesichert, um Mineralien einkommen zu bekommen. Ich wollte hier noch die Waffe machen, dass sie nicht mehr durchkommen. Das hat er mir gesagt. Dann haben die schon auch einen Fehler gemacht, sie haben die Marines angegriffen, anstatt weiter die Kanone anzugreifen. Da hat die Kanone dann alles gemacht im Endeffekt. Wird alle platt gemacht, alle gestellt. Also hätten wir, wie gesagt, den Wall fertig dazu gebaut, dann wäre das alles kein Problem. Dann wäre sein erster Marine rausgekommen und hätte alle Anleitungen erfüllt. Aber... war das. Du kannst es ja hier mal auf Ressourcen geben. Oder je nachdem. Ja, ich nehme ja mal Supply, Technik. Ich war halt ziemlich weit hinten. Bin ich irgendwie ziemlich weit vorne jetzt, weil wir... Jetzt nicht mehr. Weil wir jetzt schon gesagt, eigentlich sozusagen abgewehrt haben. Aber die Gegner wollten sich einzeln und haben ständig halt der Zeggen gebaut. Ist es. Dann okay. Wollte er mit Schaben ankommen, weil ihm die Zelllinien zu schwach wurden. Ja. Und was uns gewundert hat, ist, warum der nichts mehr gemacht hat. Er hat einfach nur Zelllinien gepumpt, mehr nicht. Er hat ziemlich viele Mineralien, er hätte vielleicht schon längst mal eine Expo setzen können. Er ist ganz oben. Er ist das ganz oben, der kommt dann noch auf 1000. Der kommt dann auf 1000 später. Er hätte locker eine Expo setzen können oder zumindest in eine zweite Base, um mehr Einheiten zu bekommen. Jetzt schau mal hin, jetzt muss ich meine Hidden Expo, Hidden Base abziehen, weil der mit einem Zergling hier kommt. Da habe ich diesmal meine Arbeiter gesaved. Und später sind wir dann auch was Force Fields von Protoss. Sentries. Ja, die Force Fields von den Sentries. Alles machen können.
Und hier stapeln sie also ihre Einheiten. Das ist die Stapel Monster. Ja, die wollen sich jetzt hier schon langsam sammeln und so extra. Ja, er hat doch geäxt, das haben wir vorhin gar nicht gesehen. Ja, ich hab's vorhin gesehen. Ich hab's ja auch gesagt. Er hat so, sind es beide von ihm. Ja. Das hab ich noch gar nicht gesehen. Ja, er hat geäxt, er hat aber nur aus einer einzigen Basis Zerlinge gepumpt. Glaube ich. Oder aus. Wir sind. Aus zwei? Ja, hier war schon wieder so eine kleine Kampfaktion. Ja, jetzt sieht man's, er hat 1000 Mineralien, macht aber mit denen nicht wirklich viel. Er gibt sie dann alle aus. Er könnte Drohnen pumpen, um seine Echse zum Laufen zu bringen. Oder Zerglinge. Er könnte forschen. Er bleibt ziemlich lange auf 1000. Oder er könnte mal seine Hauptbasis aufbauen. Jetzt hat er sogar fast 1000. Jetzt hat er 1500. Upgrades, schau mal auf Upgrades da oben. Das ist, da wurde nichts. Da wurde nichts. Da will ich nicht mehr. Ja, das waren Upgrades. Produktion. Ja. Ich habe halt versucht, Marines zu machen, damit wir hier eine schöne Verteidigung haben. Ja, die hatten hier irgendwo einen Overseer. Da sieht man es nochmal schön, hier die Roaches. Schaben. Da ist der Overseer, ja, der geht jetzt gleich hier hin. Die hätten mit ihren Overlords oder Overseer hier auch schöne Vision haben können, aber das haben sie ja nicht ausgenutzt. Und sie sind immer bei der Ding geblieben. Wie heißt das? Bau. Sie haben nicht ausgebaut. Ja, Brutstätte heißt das. Ja, ich währenddessen teste so auf Kolosse, weil er das unbedingt wollte. Ja, wegen gegen Zerglinge. Und gegen Bane. Ja. So, jetzt kommen wir gleich zum großen Fight. Nö, nee, der kommt auch, der kommt auf 17. Der kommt, wenn der Kolosse geworfen ist. Genau, wenn der kommt. 17, das ist ungefähr bei 70. Nee, doch nicht. 17:30. Ja. Am Schluss erzählen wir. Ja, bisschen. Hier kommen noch ein paar Bärsen. Ja, genau, das ist mein. Dann die Marine-Taktik da oben. Ja, schau mal hin. Die können nicht nach oben sehen, darum jetzt kommen sie. Ja, doch. Ja, ja. Da sieht man, was vor so alles ist. Ja, ich hab einen Teil der Gegner, der auch schon den Rest von den Reifen. Die Marines schießen damit runter und die können das einfach nicht sehen, dass die da oben stehen. Hat sich gerannt. Ich hab zwar auch einiges an Einheit verloren, aber. Ja, dann stelle ich dir meine Marines zur Verfügung. Das war's dann für die Gegner. Ja, die Marines müssen zu voreilig sein. Erst mit Einheit und man sieht nicht, dass ich von den Gegnern gescheitert. Die Voraussetzung ist halt, die Gegner müssen verdammt dumm sein. Ja, das ist wie die besagte Person, aber über das wollen wir jetzt nicht mehr weiterreden. Oh stimmt, die haben ja auch schon das ein oder andere Mal in dem einen oder anderen Video erwähnt. Genau, hier testest du auch Waffen-Upgrade und ich den Panzer. Ich wollte den Panzer bauen. Ja, hier habe ich schön meine Sonden hier an einem Mineralienteil abgebaut. Da oben rechts kommt der gleich bald. Nee, der kommt gar nicht. Ich habe nur das Ding hier erforscht. Ja, ich habe hier auch so versucht zu ächzen, aber dann war es mir doch lieber wichtiger, jetzt den Gegner komplett zu zerstören. Und da haben die Zerglinge dann jetzt gleich, ich glaube, jetzt schon rausgegangen. Da sieht man schon, dass das nicht wirklich die besten Spieler waren. Ja, die hätten wir auch jetzt nicht mehr. Ja, und da haben wir gewonnen. Und jetzt haben wir gewonnen. Genau, das war... Das war ein erfolgreicher Konter. Rush. Von der Anonym Gaming Crew. Und so, jetzt... Checkt mal den restlichen Channel aus. Jetzt will ich noch was sagen. Der Fehler von den Gegnern war, dass sie zu lange auf Zerglinge gebaut haben. Und erst... Ja, schau dir das mal an. Und erst spät dann auf die Schaben und Banelings. Banelings wäre eine gute Aktion gewesen, weil die sich bestimmt gedacht haben, ja, die bauen sich jetzt mit Kanonen zu. Aber... Ja, hier vorne zumindest. Aber... Da waren halt... Bandings waren schon eine gute Idee von denen, aber ich hatte halt dann schon den ersten Koloss und dann ist es richtig abgegangen und durch die Forcefields... Ja, da konnten sie ja nicht mehr durch und die Marines oben auf der Erhöhung konnten dann alle fertig machen, ohne dass die es gepeilt haben. Ich würde mal sagen, ja... Ich würde mal sagen, dass das Spiel
so ein bisschen über Bronzeliga-Niveau ist, aber wir sind in der Bronzeliga zurzeit noch. Ja, drei. Platz 3. Platz 3. Arbeiten uns gerade hoch, wir sind auch noch nicht die besten Spieler. Nö, das nicht. Da, aber ihr werdet noch mehrere Videos sehen und bis jetzt sagen wir Servus bei von The Anonym Gaming Crew. Wiederschauen. Servus. Reingekommen.